Mama, was machen wir heute? Heute fahren wir auf den Esel- und Landspiel Hofnessendorf. Das ist ein Tierpark mit mehr als 100 Eseln, gelegen in der wunderschönen holsteinischen Schweiz. Wir waren 2019 schon einmal hier. Und auf Wunsch der Kinder sind wir nun zum zweiten Mal im Eselpark gelandet. Zum Eselstreicheln ist man halt nie zu alt. Außerdem können wir dann auch den mittlerweile zweiten Teil vom Kinofilm Minnie und XXL ansehen. Wir können zu den Eseln ins Gehege reingehen und sie streicheln und striegeln. Im Eselpark gibt es auch tolle Spielmöglichkeiten. In der großen Spielscheune könnt ihr Taifun-Hockey spielen oder auf den großen Mähdrescher spielen und rutschen. Versucht euch auch am heißen Drahtesel oder spielt auf dem Strohballen. Vor der Scheune könnt ihr auch Gold schürfen. Und hinter der Scheune befindet sich auch noch ein großes Eselgehege. Ein Go-Kart-Feld findet ihr hier auch. Das ist Oskar, der jüngste Esel im Park. Könnt ihr auch Kaninchen sehen, Katzen streicheln und Hühner und Schwalben beobachten. Hier kann man gut und gerne ein paar Stunden im Park verweilen, auch wenn dieser Park nicht so groß ist. Besucht auch den Shop und holt euch ein Souvenir. Wir haben Minnie und XXL als Kuscheltier und ein Kuschelkissen zur Erinnerung mitgenommen. Besucht auch unbedingt das Effektkino.
Hier erlebt ihr die Reise von Mini und XXL mit allen Naturgewalten, als wärst du auf ihrer abenteuerlichen Reise dabei. Auf dem Eselhof gibt es auch einen Spielgarten mit einer Hüpfburg als Piratenschiff, ein Feuerwehrauto und ein Krankenwagen. Hier könnt ihr Helden im Alltag spielen. Spaziert durch die Eselgasse, schaukelt oder baggert im Sand. Und wenn es mal geregnet hat, ist das gar nicht schlimm, denn im Eselpark gibt es Handtücher in einem kleinen Holzhäuschen. Die Geräte könnt ihr einfach abwischen und weiter kann gespielt werden. Seifenblasen und Wasserspielmöglichkeiten gibt es hier auch. Für die Kleinsten gibt es auch einen Bobbycar-Parkplatz. Die Gastronomie hat faire Preise und es gibt viele Sitzmöglichkeiten. Erlebt zum Feierabend den Eselherdenaustrieb. Sie laufen entlang des Parkplatzes bis zur Weide. Hier fressen sie und ruhen sich aus. Uns hat der Eselpark richtig gut gefallen. Kommt doch auch mal hierher. Macht doch auch eine Eselwanderung. Das ist ein besonderes Erlebnis. Und dabei könnt ihr auch noch die wunderschöne Gegend genießen. Eine Wanderung dauert ca. 2 Stunden und es kostet 45 Euro und ist mit einem kostpflichtigen Besuch im Eselpark verbunden. Wir hatten zumindest sehr viel Spaß.